Schermbeck-Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Die Jahreshauptversammlung des Gemeindesportverbands Schermbeck am Montagabend, den 25. März, war von Harmonie und positiver Resonanz geprägt. Mit der Teilnahme von elf der 13 Mitgliedsvereine zeigte sich eine starke Beteiligung. Die Durchführung aller Wahlen erfolgte einstimmig. Hans Kutscher, der bereits seit zwölf Jahren als erster Vorsitzender fungiert, wurde erneut in seinem Amt bestätigt. Am vergangenen Samstag, den 23. März, erlebten Besucher im Begegnungszentrum des Schermbecker Rathauses eine einzigartige musikalische Zeitreise. Die Kaiserkeller Beatles Tribute Band verwandelte den Ort in einen Schauplatz der 60er Jahre und zog damit über 180 Gäste in ihren Bann. Organisiert wurde das Event von den Schermbecker Landhelden, einer Gruppe, die sich der Förderung kultureller Ereignisse widmet. Die Gemeinde Schermbeck setzt ihren Plan zur Verbesserung der Barrierefreiheit an verschiedenen Haltestellen fort. Einer der ersten Schritte in diesem Prozess ist der Ausbau der Haltestelle Marellenkempe an der Dorstener Straße. Ursprünglich war geplant, die Arbeiten bereits im Jahr 2023 abzuschließen, jedoch führten anhaltende Niederschläge zu einer Unterbrechung gegen Ende des Jahres. In der 14. Kalenderwoche werden die Arbeiten wieder aufgenommen und voraussichtlich bis Mitte Mai andauern. Die Feldbahnfreunde Schermbeck-Galen e.V. läuten die Osterferien mit ihren traditionellen Ferienfahrtagen ein. Der erste Fahrtag war bereits am 27. März, die zweite Fahrt findet am Mittwoch, dem 3. April, um ca. 15 Uhr statt. Am Samstag, den 13. April, findet die zweite Green Mile Pflanzentauschbörse in Schermbeck statt. Interessierte, die Pflanzen zum Tausch anbieten möchten, können sich direkt mit den Organisatoren in Verbindung setzen. Aber auch ohne eigene Pflanzen zum Tausch können Besucher vor Ort gegen eine kleine Gebühr Pflanzen erwerben. Die Tauschbörse beginnt um 11 Uhr und endet um 15 Uhr. Veranstaltungsort ist das private Gelände der Imkerei Biedermann-Krebber in der Martin-Luther-Straße 16 in Schermbeck. Die Mitglieder des Trägervereins Dorfgemeinschaftshaus Schermbeck-EV sind herzlich eingeladen, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen. Die Versammlung findet am Montag, den 15. April um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus an der Freudenbergstraße statt. Der Schermbeck-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Schermbeck.